Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute meine Jahresfavoriten für das Jahr 2013 zeigen. Es sind ziemlich viele Produkte und Artikel zusammengekommen, die ich einfach über das Jahr sehr geliebt habe und die ich euch heute zeigen möchte. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit und schaut euch mit mir meine Favoriten an. Es ist bunt gemischt von Pflege, Reinigung, Beauty, Make-up, aber auch ein bisschen Fashion und Lifestyle. Zuerst möchte ich einmal anfangen mit meinen Reinigungs- und Pflegeprodukten. Und als allererstes möchte ich euch meinen Lieblings-Waschgel-Cleanser vorstellen. Und zwar ist das von Neutrogena, der Oil-Free Acne Wash. Sieht so aus. Und den habe ich noch gar nicht so lange, weil ich habe so circa vor 2-3 Monaten bemerkt, dass meine Haut etwas schlechter geworden ist. Ich habe ziemlich viele Unreinheiten bekommen und Pickeln und deswegen habe ich nach einem Acne-Wash gesucht. Und da ist mir sehr diese Marke Neutrogena empfohlen worden, deswegen habe ich mir diesen auch zugelegt. Und ich muss echt sagen, ich verwende den jetzt seit 2-3 Monaten täglich und meine Haut ist wirklich sehr, sehr viel besser geworden. Meine Unreinheiten sind fast weg. Und also wirklich ein sehr, sehr gutes Waschgel, wenn man so Probleme mit so Pickeln und Unreinheiten hat. Also der hat meine Haut wirklich so viel besser gemacht und so viel mehr gepflegt. Deswegen ein absolutes Top-Produkt von mir. Dann möchte ich weitergehen zu meinen Haarpflegeprodukten. Und wie ihr seht, ich habe ja blondiertes Haar. Und deswegen muss ich halt echt mein Haar sehr, sehr viel pflegen, weil es einfach sehr strapaziert wird durch dieses jeden Monat färben und blondieren. Und am Anfang des Jahres war mein Haar ziemlich kaputt. Also ich hatte sehr, sehr starken Haarausfall und meine Haare fühlten sich einfach wirklich richtig kaputt und trocken an. Und dann habe ich ein Produkt entdeckt, was echt mein Lifesaver war, was meine Haare sozusagen gerettet hat, wieder gesund gemacht hat. Und das ist von L'Oreal, die Absolute Repair Cellular Haarkur Maske. Also dieses Produkt ist echt mein absolutes Top-Produkt im Jahr 2013, weil es hat mein Haar wirklich gerettet. Mein Haar war wirklich so kaputt und hat sich, es hat nicht schön ausgesehen, es war so trocken, meine Haare sind mir ausgegangen. Und seitdem ich diese Maske verwende, ist mein Haar so viel gesünder, so viel stärker geworden. Es sieht wirklich viel besser aus. Ich habe fast gar keinen Haarausfall mehr. Und ich würde schon sagen, dass zu 90% dieses Produkt daran schuld ist. Ich habe es mir jetzt auch schon einmal nachgekauft, weil ich einfach so begeistert bin von diesem Produkt. Und jeden, der Probleme hat mit einfach gefärbtem Haar, was einfach kaputt ist oder Haarausfall ist, kann ich nur diese Haarkur empfehlen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Dann habe ich auch einen Conditioner für mich entdeckt, den ich sehr zu lieben gelernt habe. Und zwar ist der von Aussie, der Moist 3 Minute Miracle Conditioner. Und den habe ich entdeckt durch ein Video auch hier auf YouTube von der MacBarbieGirl07. Die hat sich auch diesen Conditioner gekauft und da dachte ich mir, die hat so tolles Haar, ich probiere den auch einmal aus. Und ich muss sagen, ist wirklich ein ganz, ganz toller Conditioner. Er macht auch mein Haar wirklich sehr, sehr soft und weich und mein Haar sieht wirklich total gesund aus. Es ist auch ziemlich leicht, mein nasses Haar danach durchzukämmen, wenn ich diesen Conditioner verwendet habe. Und ich verwende eigentlich abwechselnd immer meine L'Oreal Kur oder diesen Aussie Conditioner. Also die beiden sind meine absoluten Lieblinge, was Haarpflege betrifft. Dann habe ich natürlich auch den Tangle Teaser in meinen Jahresfavoriten drinnen. Ich glaube, ich muss nicht viel über dieses Produkt erzählen, weil es wurde so gehypt auf YouTube und natürlich musste ich ihn mir auch kaufen. Und ich muss aber auch sagen, ich bin total begeistert, weil gerade bei langem Haar hat man halt ziemlich schnell Knoten und es ist halt auch ziemlich schmerzhaft, eben die Knoten wieder aus dem Haar zu bekommen mit einer normalen Bürste. Und ich muss sagen, als ich den dann zum ersten Mal verwendet habe und einfach meine Haare gebürstet habe, das war so angenehm, mein Haar war so shiny und es hat überhaupt nicht wehgetan und ich habe den jetzt überall mit. Also ich habe den in meiner Tasche, ich habe den mit, wenn ich reise. Also ich kann nicht mehr aus dem Haus gehen ohne diesen Tangle Teaser. Dann habe ich auch, was so Pflegeprodukte betrifft, habe ich auch ein Öl für mich entdeckt. Es war ja heuer so das Jahr der Öle. Es gab ja für alles ein Öl. Es gab Haaröl und für Gesicht und für Nägel. Und ich war am Anfang etwas skeptisch, was so Öle betrifft. Und sie waren mir auch teilweise etwas
zu teuer. Aber ich hatte dann das Glück, dass ich in meiner Ipsy Bag ein Öl drinnen hatte und das ist 1:1 meiner absoluten Lieblingen geworden. Und zwar ist es von Josie Maran das Argan Oil. Kommt in so einer kleinen Tube. Und ich habe das jetzt seit ein paar Monaten und ich verwende es eigentlich im Gesicht, ich verwende es auf meinem Haar, ich verwende es auf meinen Nägeln und ich muss echt sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Öl, weil also es hat meine Nägel zum einen wirklich sehr gestärkt und gepflegt, meine Haare, wenn ich das raufgebe, die fühlen sich sanft und weich an und haben so einen richtigen Shiny-Effekt, also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Es ist zwar schon etwas teuer und ich hatte halt eben das Glück, dass ich das in meiner Ipsy Bag drinnen hatte, aber ich verwende das locker jetzt so seit 3 bis 4 Monaten wöchentlich und es ist gerade mal ein Drittel eigentlich davon weg. Also man kommt ziemlich lang aus damit und ich muss sagen, wenn das leer ist, kaufe ich mir auf jeden Fall ein neues nach. Und dann habe ich auch eine Augencreme für mich entdeckt heuer, weil ich komme jetzt doch in das Alter, wo ich einfach eben auch gerade unter meinem Auge oder um die Augenpartie einfach mehr Pflege braucht. Und deswegen wollte ich mir eben eine Augencreme kaufen. Es wurde sehr viel erzählt von der Clinique All About Ice Cream, aber die war mir dann doch etwas zu teuer. Deswegen habe ich im Internet recherchiert, was es einfach für billigere Varianten gibt. Und da wurde sehr geschwärmt von der Birds and Bees Eye Cream with Royal Jelly. Kommt auch in so einem kleinen Topf. Und ich habe die jetzt schon seit locker einem halben Jahr und verwende sie täglich vor dem Schlafengehen unter meiner Augenpartie. Und ich muss echt sagen, sie spendet sehr, sehr gut Feuchtigkeit, weil ich neige dazu, dass ich eben unter meinem Auge sehr trocken bin und einfach eine sehr trockene Haut habe. Und ich muss echt sagen, sie spendet wirklich toll Feuchtigkeit. Das Einzige, was ist, der Geruch. Der Geruch ist jetzt nicht wirklich berauschend, aber wie gesagt, eine ganz tolle Augencreme und für den Preis kann ich mich nicht beschweren. So, und dann kommen wir auch schon zum Make-up und Beauty. Und zwar das allererste, was ich euch zeigen möchte, ist mein Lieblingspuder für dieses Jahr gewesen. Und zwar ist das von MAC, das Studio Fix. Und ich persönlich trage ja keine Foundation, sondern ich trage ja immer nur Puder und Bronzer. Und deswegen war ich immer auf der Suche nach einem tollen Puder, was abdeckt und meine Haut ebenmäßig macht, meine Unreinheiten aber abdeckt und da bin ich absolut zufrieden mit diesem MAC Puder. Ich weiß, es ist zwar etwas auf der teureren Seite, aber ich muss sagen, ich verwende das jetzt seit einem Dreivierteljahr, ja, eigentlich fast täglich und ich bin gerade mal bis zur Hälfte durch, also ich muss sagen, ich würde es mir absolut wieder kaufen, auch für diesen Preis. Denn dann mein Lieblings-Concealer für dieses Jahr ist der von Maybelline, der Instant Age Rewind Dark Circles. Und zwar ist das dieser hier, der hier oben eben dieses Bürstchen hat, wo man sehr gut unter dem Auge den Concealer auftragen kann. Und absoluter Favorite von mir. Ich hatte vor diesem Concealer den von MAC. Und ich muss sagen, der ist mir aber dann einfach mit der Zeit doch etwas zu teuer geworden. Deswegen war ich auf der Suche nach einer billigen Alternative. Und da ist mir eben dieser empfohlen worden. Und ich muss sagen, ich bin auch absolut begeistert von diesem Concealer. Ich trage ihn täglich. Er deckt sehr gut meine Dark Circles ab. Und für den Preis absolut top. Dann mein absoluter Lieblingsbronzer ist der von NYC, der Smooth Skin Bronzing Face Powder. Sieht so aus. Ist ein wunderschöner matter Bronzer, weil ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn eben in meinem Bronzer so, wenn der eher so glitzern ist. Ich mag sehr gerne matte Bronzer. Ich verwende Bronzer eigentlich auch täglich, weil ich mag das einfach gerne, wenn ich so ein bisschen einen bräunlicheren Ton habe. Das sieht mir einfach frischer aus und deswegen verwende ich eigentlich Bronzer fast täglich. Und ich habe da auch schon ziemlich viele Bronzer probiert, aber der ist mit Abstand der beste Bronzer und der ist auch wirklich preiswert. Der kostet, glaube ich, $3 bei uns hier in der Drogerie. Also absolutes Top-Produkt. Dann, was Blushes angeht, habe ich sehr zu lieben gelernt die Marke Sleek. Ist natürlich auch sehr gehypt hier auf YouTube und ich musste mir natürlich auch einen bestellen. Und mein absoluter Lieblingsblush für dieses Jahr war die Farbe Rose Gold. Und ich glaube, von dem brauche ich auch nicht allzu viel erzählen. Ist ein wunderschöner rosiger Ton mit etwas Glitzer drauf und macht einfach wunderschöne Wangen, lässt sie so ein bisschen scheinen und so. Also ein wirklicher, sehr, sehr schöner Blush. Dann meine absolute Lieblingspinsel für dieses Jahr ist der von Real Techniques, der Puderpinsel.
Und ich hatte ja auch schon einen Puderpinsel von Sigma und mit dem war ich überhaupt nicht zufrieden. Der hat ziemlich gehart und deswegen war ich eben auf der Suche nach einem neuen Puderpinsel. Und da bin ich eben auf diese Marke Real Techniques gestoßen und ich habe mir den gekauft. Ich habe den jetzt seit circa 2 bis 3 Monaten und ich bin absolut begeistert. Er trägt meinen Puder wirklich sehr, sehr schön auf, verteilt es gut, ist sehr, sehr weich, verliert gar keine Haare, nicht so wie der Sigma-Pinsel, also absolut top. Dann, was Lidschatten betrifft, absolutes Favorite-Produkt und absolut worth the hype, meine Urban Decay Naked Palette. Ich liebe diese Palette über alles. Ich habe sie mir letztes Jahr zu Weihnachten mir selbst geschenkt sozusagen, weil ich so viel von ihr gehört habe und ich liebe sie einfach über alles. Also es sind einfach wunderschöne, natürliche Töne. Man kann super verschiedene Augen-Make-ups damit schminken. Und ich habe sie eigentlich immer dabei. Ich habe sie überall hin mit. Ich liebe diese Palette über alles. Was ich aber dann noch so im Vergleich zur Drogerie-Lidschatten kurz erwähnen möchte oder meinen Liebling zeigen möchte, sind die von Maybelline, die Color Tattoo 24 Stunden Eyeshadows. Und zwar sind das hier diese kleinen Töpfchen und mein Liebling ist Bad to the Bronze. Das ist eine wunderschöne bronzige Farbe und absoluter Favorit, wenn ich einfach mich jetzt nicht so übermäßig schminken möchte, sondern gehe ich einfach mit meinem Finger rein, trage es auf meinem Augenlid auf und hat eine wunderschöne Farbabgabe, hält lang, verschwindet nicht gleich in der Lidfalte. Also für so Drogerie-Lidschatten absolutes Top-Produkt von mir. Dann gehen wir weiter zu Eyeliner. Da ist mein absoluter Favorite von Jordana, der Fabu Liner. Ist in so einem Stick, also so als Stick und hat einen wunderschönen flachen Top. Und ich habe eigentlich Probleme, Eyeliner aufzutragen. Also ich weiß nicht, ob ich hier die Einzige bin, aber für mich ist es einfach immer sehr, sehr schwierig, eigentlich einen wunderschönen Eyeliner-Strich zu haben. Es gefällt mir sehr, sehr gut an anderen, aber ich persönlich habe einfach immer Schwierigkeiten, einen sehr schönen Eyeliner aufzutragen. Und deswegen komme ich einfach mit diesen Pens besser zurecht, weil sie liegen einfach gut in der Hand wie ein Bleistift und ich kann einfach eine bessere oder schönere Linie einfach mit diesem ziehen. Und der ist auch eigentlich eine sehr, sehr günstige Drogeriemarke, die ich eben heuer für mich entdeckt habe. Und zwar wurde mir der empfohlen von den YouTubern 11 Gorgeous. Die haben immer diesen Jordana Liner angepriesen. Und ich dachte mir, den kaufe ich mir jetzt einmal. Und ich glaube, der kostet bei uns in der Drogerie nur $3. Und ich muss echt sagen, ein sehr günstiger Eyeliner, aber wirklich sehr leicht zum Handhaben und macht das Eyeliner-Ziehen doch etwas einfacher, wenn man einfach Probleme damit hat. Und dann meine absoluten beiden Lieblingsmascara für dieses Jahr war zum einen von L'Oreal die Voluminous Million Lashes. Das ist diese goldene. Die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Die habe ich eigentlich auch schon das ganze Jahr. Ich habe sie mir auch schon x-mal nachgekauft. Ist eine absolute Lieblingsmascara von mir. Sie gibt wirklich sehr schön Volumen, trennt meine Wimpern gut. Also absolutes Top-Produkt. Und die zweite Mascara, wie könnte es anders sein, von Maybelline, The Rocket Mascara. Auch ein sehr gehyptes Produkt hier auf YouTube. Ich habe sie auch heute oben. Ich muss auch sagen, ich liebe diese Mascara, sie macht eigentlich alles, was man möchte. Sie gibt Volumen, sie verlängert, sie lässt die Wimpern einfach wirklich ganz toll aussehen, als hätte man eigentlich falsche Wimpern oben. Das einzige Negative an dieser Mascara ist einfach, dass es wirklich schwierig ist, die Mascara abzuschminken. Man braucht wirklich einen sehr guten Abschminker, also sehr ölhaltig, dass man es richtig runterbekommt, weil sie doch sehr hartnäckig ist, aber trotzdem absolute Lieblingsmascara von mir. Dann, was Lippenstifte betrifft, war eine meiner liebsten Marken von Maybelline, der Color Whisper, die Color Whisper Line. Und zwar, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Farbe Rose of Attraction. Das ist eine wunderschöne rosige Farbe, also sehr, sehr schön und ich mag diese Color Whisper Line wirklich sehr, sehr gerne. Sie haben sehr schöne Farben zur Auswahl, sie fühlen sich angenehm auf den Lippen an, haben so auch ein bisschen Glitzer drinnen, was ich manchmal sehr, sehr gerne mag. Sie spenden sehr gut Feuchtigkeit, trocknen die Lippen eigentlich gar nicht aus.
Das Einzige, was ist, sie haben halt jetzt nicht so eine starke Farbabgabe, wie man sich es vielleicht wünscht. Also wenn man ziemlich viel Farbe auf den Lippen haben möchte, muss man schon ein paar Mal hin und her gehen. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich habe von denen, glaube ich, 3 und liebe ich eigentlich alle 3 sehr, sehr gerne. Und dann habe ich auch im Jahr 2013 diese Jumbo Lip Balms für mich entdeckt, die in dieser Stiftform sind. Und da gibt es jetzt echt schon von jeder Marke, die haben jetzt schon solche rausgebracht. Einer meiner Favorites ist zum Beispiel von CoverGirl, der Lip Perfection Jumbo Gloss Balm in der Farbe, ich glaube, Watermelon Twist. Ist so eine wunderschöne, korallige Farbe, also ideal für Frühling, Sommer, habe ich sehr, sehr gerne getragen. Dann mag ich natürlich auch sehr gerne von Revlon den Just Bitten Kissable in der Farbe Honey. Das ist so ein wunderschönes, bräunliches, sehr natürliches, eine sehr natürliche Farbe, trägt sich sehr gut auf den Lippen auf. Was ich nicht mag bei diesen Revlon Just Bitten Kiss Balms, sie sind halt doch etwas austrocknend auf den Lippen. Das ist das einzige Manko, aber wunderschöne Farben. Ich glaube, ich habe von denen auch 3, 4 zu Hause und ich mag alles sehr, sehr gerne. Und dann auch, jetzt gerade für die Herbst-Winterzeit, absoluter Favorite von Neutrogena, der Moisture Smooth Color Stick. Und zwar ist das die Farbe Bright Berry. Ist ein wunderschöner bäriger Ton, wirklich sehr, sehr schön auf den Lippen. Da muss ich sagen, ist von diesem Jumbo Gloss Pencil, wie man das auch immer nennen möchte, ist dieser von Neutrogena mein absoluter Favorite. Er spendet super doll Feuchtigkeit, er riecht total fruchtig, der hat wunderschöne Farben, also absolute Top-Produkte. Die nächste Produkte, die ich euch zeigen möchte, sind so meine Lipglosse und Lippenpflegeprodukte. Und eine meiner Favorite Lipglosse für dieses Jahr waren die von NYX, und zwar die Megashine Lipglosse. Die sehen so aus und haben echt, die haben ganz, ganz viele Farben zur Auswahl. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 von denen zu Hause. Das ist jetzt die Farbe Beige, obwohl das eigentlich ein wunderschöner Pinkton ist. Und ich mag diese NYX Megashine Lipglosse sehr, sehr gerne. Sie fühlen sich angenehm auf den Lippen an, sind überhaupt nicht sticky oder so. Wunderschöne Farbabgabe, also absoluter Favorite von mir, was Lipglosse betrifft. Und dann habe ich heuer auch sehr gerne getragen von MAC den Cream Sheen Gloss in Meteoric. Ich glaube, der war in einer Limited Collection, das weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Und es ist so ein wunderschöner, peachiger Ton mit so ein bisschen Glitzer drinnen. Ich bin eigentlich normalerweise nicht so Fan von MAC Lipglossen, weil ich finde, die sind wirklich sehr, sehr sticky und ich mag das eigentlich gar nicht, wenn Lipglosse so klebrig auf den Lippen sind, und deswegen habe ich eigentlich immer eher Abstand gehalten von den MAC Lipglossen. Aber ich habe dann gehört, dass gerade diese Cream Sheen Glosse ganz anders sein sollen, und deswegen dachte ich mir, okay, ich probiere mal einen, und ich muss echt sagen, absoluter Liebling von mir, sind wirklich ganz angenehm auf der Haut, machen wunderschöne peachige Lippen, also ich habe den wirklich sehr, sehr gerne getragen im Frühjahr, Sommer, also absoluter Liebling. Und dann habe ich noch 2 Lippenpflegeprodukte. Zum einen ist das der EOS Lip Balm, und ich glaube, da brauche ich nicht allzu viel erzählen, gibt es auch zigtausend Videos auf YouTube, wo über diese Lip Balms gesprochen wird. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Sie riechen einfach gut, sie spenden gut Feuchtigkeit, versorgen die Lippen mit sehr viel Feuchtigkeit, und ich mag die einfach, ich habe die immer in meiner Tasche dabei. Und dann das 2. Produkt ist von Maybelline Baby Lips Dr. Rescue. Ich habe jetzt hier die Farbe Pink Me Up und sieht so aus. Ist ein wunderschöner pinker Ton. Und das ist eine neue Linie von Maybelline, weil diese Babylips werden ja auch ziemlich gehypt auf YouTube, und ich habe mir da einen gekauft, war aber jetzt nicht so unbedingt begeistert, weil ich jetzt nicht gefunden habe, dass er wirklich sehr gut Feuchtigkeit abgibt. Der hat eigentlich meine Lippen eher ausgetrocknet. Und als ich aber dann gehört habe, dass die eben eine neue Linie rausgebracht haben, dachte ich mir, okay, ich probiere den auch einmal. Und ich muss echt sagen, ganz anders als die normalen Babylips.
Die sind, er ist wirklich angenehm auf den Lippen, spendet sehr, sehr viel Feuchtigkeit, pflegt die Lippen, also überhaupt kein Vergleich mit den normalen Babylips. Und für diejenigen da draußen, die jetzt eben auch nicht so begeistert waren von den Babylips und sich gedacht haben, ha, die sind aber eher austrocknend und pflegen meine Lippen jetzt nicht so gut, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man einmal einen von diesen, von dieser Dr. Rescue Linie probiert, weil die sind einfach ganz anders und spenden wirklich sehr, sehr gut Feuchtigkeit. Dann zu meinen Lieblingsnagellacken für heuer. Und zwar, da hatte ich verschiedene. Zum einen die Marke CoverGirl. Da habe ich sehr gerne getragen den Everbloom. Das ist so ein wunderschöner, dunkelrosaner. Also der war wirklich sehr, sehr schön. Und ich mag ja CoverGirl als Nagellack wirklich sehr, sehr gern die Marke. Dann habe ich sehr, sehr gerne getragen von Soya die Farbe Julie. Das ist so ein wunderschöner, lila Nagellack mit so ein bisschen Glitzer drinnen, den habe ich auch sehr gerne getragen, so im Frühjahr, Sommer. Dann natürlich, wie könnte es anders sein, von Essie, den Mint Candy Apple. Wunderschöner Mintton, also der war wirklich einer meiner absoluten Lieblinge, gerade im Frühling, Sommer. Und dann habe ich auch sehr gerne getragen von Essie, den Nagellack Ladylike. Das ist so ein wunderschöner Nude-Ton, kann man sagen, so ein bisschen auch ins Rosé gehend. Und den trage ich immer sehr, sehr gerne, wenn ich es eher natürlich haben möchte, jetzt nicht so einen Pop of Color haben möchte, ist dieser Ladylike wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe, ist sehr, sehr deckend, wunderschönes Nude-Rosé-Ton, also sehr natürlich auf den Nägeln. Was Parfums betrifft, habe ich zwei Lieblinge. Und zwar zum einen ist das das Abercrombie & Fitch Parfum, Parfum Number 41. Sieht so aus. Ist jetzt leider auch schon fast nichts mehr drinnen, weil ich es wirklich sehr, sehr gerne verwende. Ist mein absolutes Lieblingsparfum, gerade jetzt so für den Herbst-Winter. Ich bin ganz schlecht in Düften beschreiben, aber es riecht einfach, es ist einfach ein Traum. Ich liebe das, wenn ich das oben habe. Ich habe auch schon ganz viele Komplimente davon bekommen, wenn ich das oben gehabt habe. Also absoluter Favorite von mir. Und dann das zweite Lieblingsparfum, was ich auch schon Jahre verwende und immer wieder liebe und gerade so für Frühling, Sommer. Das ist von DKNY, das Be Delicious, dieses grüne Apfelparfum. Ich habe das zurzeit nur in so einer kleinen Reisegröße, aber absoluter Favorite. Ich habe diese DKNY Apfelparfums schon seit Jahren. Ich liebe eigentlich jedes einzelne, ob es jetzt das rote ist oder das Golden Delicious oder das pinke. Also ich liebe diese DKNY Parfums einfach und die gehen einfach immer zu jeder Jahreszeit, habe ich eins davon in Verwendung. Dann kommen wir auch schon zu meinen Fashion-Lieblingen. Das sind eigentlich nur drei Stück, die ich eigentlich so das ganze Jahr über getragen habe und absolut liebe. Zum einen sind das meine Toms. Diese Schuhe sind absolut im Trend hier in Amerika. Jeder hat sie, jeder liebt sie. Ich muss auch sagen, ich bin total auf diesen Trend aufgesprungen. Ich habe, glaube ich, von denen 5 Paaren in verschiedenen Farben und ich liebe die einfach. Das Gute halt hier in LA ist halt, ich kann die halt echt das ganze Jahr übertragen, weil es halt eben bei uns jetzt nie wirklich kalt wird. Und ich liebe die einfach, die sehen toll aus, die haben viele verschiedene Farben, die sind angenehm zu tragen. Und das Gute ist halt auch, dass man halt auch ein bisschen was Gutes tut, wenn man diese Schuhe kauft. Weil ich glaube, wenn man ein paar Toms kauft, bekommt ein Kind in Not auch ein paar Schuhe. Und das finde ich halt einfach ganz, ganz toll. Also absoluter Liebling sind die von mir. Dann habe ich natürlich auch eigentlich das ganze Jahr über getragen meine Ray-Ban Wayfarer Sonnenbrille. Ich habe halt eben das Glück, dass ich hier in LA wohne und es eigentlich fast jeden Tag sonnig ist und deswegen habe ich die eigentlich jeden Tag getragen. Ich liebe die Wayfarer. Ich habe auch ein ziemliches Schnäppchen gemacht mit der, weil ich glaube, ich habe sie über Amazon bestellt und habe, glaube ich, nur 60, 65 Dollar dafür bezahlt. Aber ich liebe meine Sonnenbrille und ich kann einfach hier in LA nicht ohne aus dem Haus gehen. Und das letzte ist meine Lieblingstasche, die ich eigentlich auch das ganze Jahr fast übergetragen habe, mit ein paar Ausnahmen. Und das ist meine Michael Kors Tasche. Ich habe sie schon in meinem What's in My Bag Video gezeigt. Ich habe sie letztes Jahr von meinem Mann geschenkt bekommen und ich liebe diese Tasche. Ich habe sie eigentlich fast immer getragen heuer und sie hat einfach viel Platz und ich liebe sie einfach, deswegen ein absoluter Favorit im Jahr 2013 von mir.
Und dann möchte ich noch kurz erwähnen, was so meine Lifestyle-Favoriten waren, also welche Bücher oder Serien ich sehr, sehr gerne geschaut habe im Jahr 2013. Und meine absolute Lieblingsautorin ist Sophie Kinsella. Ich glaube, sie hat so um die 10, 11 Bücher bis jetzt rausgebracht und ich habe alle ihre Bücher gelesen. Egal, wenn sie ein neues Buch rauskommt, ich muss es haben. Und deswegen habe ich heuer gelesen, Kein Kuss unter dieser Nummer. Das ist, glaube ich, ihr neuestes Buch. Ich habe aber auch im Urlaub gelesen, ein Buch von ihr, das hieß Charleston Girl. Das war ein bisschen älter. Aber sie ist meine absolute Lieblingsautorin, ich liebe sie. Also wer mal auf der Suche ist nach einem witzigen Roman, so für einen Sommerurlaub, den kann ich nur die Bücher von Sophie Kinsella sehr ans Herz legen. Und was so Serien betrifft, war ja heuer, kann man sagen, so richtig ein Serienjahr für mich. Ich habe so viele neue Serien für mich entdeckt, die ich liebe. Zum einen war das natürlich Revenge. Diese Serie läuft bei uns immer jeden Sonntag und ich liebe diese Serie. Ich kann eigentlich keine Folge verpassen, weil man dann schon nicht mehr weiß, was war ihr nächster Move, was hat sie wieder, wen hat sie wieder irgendwie auflaufen lassen. Und deswegen Revenge, absolute Lieblingsserie von mir. Zweitens ist die Serie Scandal. Ich weiß nicht genau, ob es die in Deutschland und Österreich spielt, aber hier ist glaube ich schon die zweite, dritte Season. Und die ist einfach eine total packende, spannende Serie. Die läuft bei uns immer jeden Donnerstag nach Grey's Anatomy. Und absolutes Muss von mir. Wenn ich eine Folge verpasst habe, muss ich sie mir online anschauen, weil genau das gleiche wie bei Revenge, wenn man eine Folge verpasst, weiß man schon nicht mehr genau, was passiert ist und versteht schon manche Zusammenhänge nicht mehr. Deswegen absoluter Top. Und dritte Serie, die ich auch einfach süchtig geschaut habe, eigentlich in den letzten 2 bis 3 Monaten, ist Breaking Bad. Da gab es jetzt vor 2, 3 Monaten bei uns das Serienfinale, also die Serie ist leider aus. Und ich habe die Serie eigentlich nie geschaut, wie sie im Fernsehen war. Und als aber dann dieses Serienfinale war, war so ein Hype hier in Amerika, dass ich mir dachte, okay, vielleicht solltest du diese Serie doch einmal anschauen. Und wir haben sie dann über Netflix geschaut. Netflix ist so ein Serien- und Filmprogramm, wo man einfach $8 im Monat bezahlt und dann kann man sich eben Serien und Filme online anschauen. Und da gab es eben Breaking Bad und da muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten 1 bis 2 Monaten haben wir fast die komplette Serie durchgeschaut. Und ich muss sagen, ich schaue sehr, sehr gerne und sehr, sehr viele Serien, aber das ist mit Abstand eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Also wer Breaking Bad noch nicht gesehen hat, der muss sie auf jeden Fall schauen. Wir haben uns teilweise 5, 6 Folgen auf einmal angeschaut, weil wir einfach nicht aufhören konnten und wissen wollten, wie es weitergeht. Und dieser Drehbuchautor, der diese Serie geschrieben hat, also dem kann ich nur sagen, dem kann ich nur ein Lob aussprechen, weil was der sich alles einfallen hat lassen, also es ist einfach jede Folge war so spannend und so. Und man hat so viel Neues auf einmal wieder entdeckt, dass man sich dachte, oh mein Gott, also diese Serie absolut top. Ich glaube, mir fehlen noch 8 Folgen oder so, dann habe ich die ganze Serie geschaut, aber absoluter Favorite von mir. Und ja, das waren eigentlich meine Favoriten fürs Jahr 2013. Ich schreibe nochmal alle Produkte in meine Infobox. Mich würde mal hier aber interessieren, was waren so eure Favoriten im Jahr 2013? Also lasst mich das einfach in die Kommentare wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video. Tschüss!